Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Die Food Junkies vom Bahnhof Zoo. Nee, bei Wer bin ich natürlich? Mit Bilal, Nidal und hinter der Kamera Schlovi, der natürlich noch heute noch mal vor die Kamera tritt. Ne? Yeah. Und ja, für alle Berliner und Touris zeigen wir euch mal, wenn man hier aussteigt am Bahnhof Zoo, was man hier so am Kuhdamm, sagen wir mal eine schöne Kuhdamm-Folge, was man hier so rund ums KDW, ums Europacenter und um den Bahnhof Zoo so essen könnte. Ne? Natürlich gibt es ja auch so viele Möglichkeiten, aber drei Foodspots haben wir für euch parat. Ne? Ich hab Hunger. Wieder, ich hab Bock. Wieder. Let's go. Also hier rund um den Bahnhof Zoo, wenn man hier aussteigt, gleich zu meiner rechten, KP 36. Ne? Das Standardlokal ist ja am Mehringdamm. Dann haben wir hier Sandys, Hakiki, Dunkin' Donuts, Bürgermeister. Also alles. Ja, Mann. Standard-Touri-Hotspots sozusagen. Ne? Aber wir schauen mal. Ne? Kommt mal einfach mit und wir gucken, wo wir landen. Ne? Wir gehen heute einfach mal auf Lost los. Ich glaube, das ist auch mal ganz spannend. Und nicht immer, wo wir schon vorher wissen, wie das schmeckt. Ne? Erzähl mal, wo sind wir denn hier? Wir sind hier in dem vietnamesischen Restaurant Pho, heißt es direkt hier am Kudamm. Man nennt es Pho. Pho, Bruder. Pho. Genau. Gegenüber vom Zoo, genau hier auf dem Platz. Ihr wisst ja, Leute, fleißige Zuschauer unserer Sendung, dass ich ein Experte der vietnamesischen Küche bin. Ja? Und wir haben jetzt bestellt einen Bun Bao, klar, so eine Burger mit diesen weißen Buns, ne? Diese gedämpften Brötchen mit einem Hühnerschenkel drin. Dann haben wir Sommerrollen und dann haben wir ein schönes Rindfleischgericht. Bin gespannt. Ne? Ich war hier noch nie, das macht die ganze Sache heute ein bisschen spannender. Ja, warst auch noch nie hier? Nee. Auch nicht. Diesmal ohne Empfehlung kommen wir her und wir schauen mal, was passiert. Ne? Schreibt in die Kommentare rein, talk ein bisschen. Erster Eindruck ist gut. Auf jeden Fall. Sehr freundlich, nicht aufgepasst. Richtig, doch, ist auch ein schöner Laden. Ne? Ich glaube, nach Corona kann man da auch wunderschön drin sitzen. Wie gesagt, schreibt mal in die Kommentare rein, talkt ein bisschen mit uns. Wir versuchen jedes Kommentar zu beantworten. Ne? Und alle, die es noch nicht abonniert haben, abonnieren. Ganz wichtig. Und Glocke, auch. Glocke, Glocke, Glocke. Und den Wachstum des Kanals, ne? So wie jeder. Das ist schwarz, wenn ihr wisst. Genau. Womit fangen wir an? Schlovi seht ihr übrigens auch gleich vor der Kamera. Auf ganz entspannt hier. Sieht immer schon ganz geil aus eigentlich. Schöner Geruch erstmal. Mhm. Ich war ja auch gerade im Background von der Küche, sah auf jeden Fall alles sehr, sehr sauber und vernünftig dort aus. Also Lob an die Küche. Ist vielleicht auch meine Schuld, keine Ahnung. Ich dachte jetzt wirklich, man kriegt einen Burger. Achso, das soll der Burger sein. Ich dachte. Okay. Aber vielleicht habe ich es auch Stand es da irgendwie Bauburger, oder? Ja. Bauburger. Bauburger, ja. Ein Burger mit einer Hähnchenkeule. Das ist aber nur eine Hähnchenkeule. Vielleicht muss man sich selbst zusammenbauen oder so. Na gut, dann hat es hier halt eine Hähnchenkeule. Ja, na klar. Zeig mal wieder. Und gleich Schlovi. Oh, das sieht geil aus eigentlich. Nice. Haben wir halt nur eine Hähnchenkeule. Na ja, dann guten Appetit euch. Geschmackssache. Ich mag's nicht. Weil ich bin nicht so süß, zu süß. Es ist aber sehr zart, ne? Ja. Es zergeht im Mund, wirklich. Ja. Zart, gutes Fleisch, ist gut, ja. Fleisch. Ja. Aber halt die Marinade ist gemein. Ja. Das hat so eine süße Teriyaki-Marinade mit einer Hähnchenkeule. Fertig, aus. Also wer mal unsere alte Folge checken möchte, zum Beispiel Asia Food Tour, da waren wir Good Friends 2. Da hatten wir eine Variation aus Hähnchenkeule. Einmal eine knusprige und einmal mit so einer Ecksoße. Das war Nonplusultra an Hähnchenkeule. Das ist halt eine Teriyaki. Da haben wir ihn! Bahnhof-Vibe hier, Digga. Auf, ja, auf Bahnhof-Vibe. Wir sind hier direkt am Bahnhof Zoo. Ja. Lustige Sache, ich kann nicht mal mit dem Stäbchen essen, Digga. Ist da mit der Hand. Genau, jetzt nimmst du einfach mal die Hand, ne? Also, da bin ich, glaube ich, das Gegenteil von B-Life. Ich mag dieses Süße halt sehr doll, diesen Teriyaki-Geschmack. Ja, ich finde das lecker, es ist zart. Aber ich glaube, die meinten es auch nicht, dass man das in dem Brötchen hat, sonst hätten sie es gar nicht in Streifen geschnitten, oder? Aber es hieß ja Bauburger. Ich verstehe gar nicht, warum man es überhaupt Burger nennt. Gut, wie gesagt, ne? Keine Ahnung. Den Karton mit essen? Den Karton mit essen, ja. Ja, findest du geil? Okay, und jetzt haben wir hier die Sommerrollen. Ich bin auch ein Sommerrollen-Experte, wie gesagt. Dazu ist die Soße. Das sind die Sommerrollen. Ja, was ich bei Sommerrollen sehr schön finde, eine Heusinn-Soße haben wir jetzt hier nicht, aber ist egal. Ne? Erdnusssoße mögen auch viele. Heusinn? Was ist das? Heusinn ist so eine asiatische Barbecue-Soße, okay. Aus Pflaumen sozusagen. Ne? Mag ich sehr, sehr gerne. Ich mag es mal, wenn Sommerrollen kalt sind, wenn die vorher noch gekühlt wurden. So, dass wirklich diese
diese Frische hast, wenn du im Sommer die isst. Also erstmal finde ich, wie das gerollt ist, sieht schon auf jeden Fall sehr cool aus, ne? Mit den Garnelen hier außen, schön die Gurken in Streifen geschnitten. Das ist eine schöne Sommer, also, oder? Sehr, 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 sehr schön. Erster Eindruck, gefällt mir sehr, sehr gut. Ey, tut mir leid. Dieses Schmunzeln. Ist nicht so deins? Rudi, ja. Wie Nina schon gesagt hat, sieht schön aus. Was haben wir hier drin? Ein bisschen Mango. Dann haben wir hier die Gurkenstreifen und Salat. Was mir für den letzten Kick an dieser Sommerrolle fehlt, ist, mögen manche mögen es nicht, aber ein bisschen Thai-Basilikum drin, ein bisschen Koriander, weil ich denke, jeder... Schmeckt nach gar nichts. Jeder Mensch, der eine Sommerrolle bestellt, auch wenn es manche nicht mögen, vielleicht ist es mal bei Koriander so eine Sache, aber ein bisschen Thai-Basilikum, vielleicht ein bisschen Minze, ein bisschen Pep muss rein. Auf jeden Fall, weil, gar kein Pep. Ja. Es schmeckt nach nichts. Selbst die Garnele kommt nicht mal zu Geld. Ja, die Konsistenz, du hast ja hier, wie du sagst, Rappo, du hast hier weiche Konsistenz. Ja. Auch ein bisschen Erdnüsse einfach rein. Weißt du, was ich meine? Viele machen auch ein bisschen Erdnuss rein, hast so ein bisschen Crunch drin, weißt du? Ja, es fehlt der letzte Kick drin. Ich sag euch, wo es schmeckt und wo es nicht schmeckt. Wo es schmeckt, Saigon Kong Nui, richtig? Auf jeden Fall. Ne? Von Lee, Familie von Lee, super. Ja, genau, am 9. Platz. War mal auch schon in der Asia Food Tour, checkt das mal ab. Absoluter Top-Laden. Aber da. Ich meine, wenn man eine Sommerrolle bestellt, sollte man davon ausgehen, dass da Kräuter drin sind. Ja. Und die sollte man vielleicht auch reinmachen. Ja. Deswegen muss ich die jetzt nicht unbedingt aufessen, können wir uns sparen. So ein normaler Salat mit einer Garnele drin schmeckt besser. Leider Fakt. Schlobi testet das nicht mit, weil Schlobi mag keine Garnelen. Nee, tatsächlich mag ich keine Garnelen, ja. Und die Schlobi, ne? Ja, diese Box und diese Bowls und so, das ist irgendwie so das neue Berlin. Wir schauen mal. Also Bowls, da bin ich gar nicht so der Fan von. Vielleicht sollten wir deswegen mal eine Bowl-Tour machen, weil ich finde, die Dinger sehen einfach nur bunt aus und da ist alles reingeschmissen, was im Endeffekt nicht zusammenpasst. Da ist mir auch oft zum Durcheinander. Rindfleisch, Gemüse, Reis, ein bisschen gebratene Zwiebeln. Mir fehlen bei Bowls halt manchmal einfach so eine Soße. So einfach so ein bisschen so. Soße irgendwie. Oder so. Ja, voll. So, wir haben ja, wie gesagt, eine Rindfleisch-Bowl. Guck mal, das Ding ist, wenn du jetzt alles weg isst, dann bleibt dir nur noch dieser trockene Reis irgendwie so. Ich weiß nicht, ist immer zu viel Reis drin. Wir machen das heute mal anders. Wir essen erstmal alle auf und dann sagt jeder sein Urteil. Ne? Wir wollen mal ein bisschen was neu machen heute. Ich hab so einen kleinen Mund, Leute, aber... Super, wir melden uns gleich, wenn wir gegessen haben, ne? So was. Los, Lobby. Ja. Was sagst du denn? Kann mir direkt sagen, auf den ersten Bild gar nicht mal. Ja. Nee, warum? Null. Kommen wir zu unserem Urteil, ne? Fleisch auch. Das ist nicht schlechtes Fleisch, aber ich bin halt wieder... Da ist wieder dieses Süße, dieses... Ich weiß, ich kann das nicht erklären. Was sagst du, Nina? Also du hast zwar Ingwer da drin, man hat also schon mit Aromen gespielt. Ingwer kann ich sehr, sehr gut rausschmecken, Soja kann ich sehr, sehr gut rausschmecken, aber da fehlt mir einfach so noch dieses, weißt du, so dieses, boah, geil einfach, so erster Geschmack im Mund und das, ja, die asiatische Küche ist ja dafür bekannt, dass sie explodiert im Mund, so, dass es ein absolutes Geschmackserlebnis wird, aber das holt mich nicht ab. Okay. Das holt mich einfach nicht ab. Kommen wir zu meinem Urteil. Ja, geht mit mehr Liebe, finde ich. Und hat so ein bisschen genug Größe, finde ich, und nicht so mundgerecht. Und ich sage euch, an so einer Bowl, ja, am liebsten, sagt man ja, man möchte das hier alles kurz vermischen, ne, und dann sozusagen draus essen. Da fehlt wieder, da fehlen die Kräuter, da fehlt dieses, boah, ich hau mir ein paar Erdnüsse rüber, Koriander, mach frische Kräuter rein, beiß vielleicht noch auf so einen kleinen Ingwer-Dings drauf oder so, ne, dass ich einfach so eine, ja, ein bisschen Pep einfach im Ganzen, ja. Ich schmeck's noch eine Stunde später so im Mund. Passt hier einfach nicht. Ich muss sagen, der Wokgeschmack von dem Fleisch und den karamellisierten Zwiebeln hier. Und das dafür, dass es der Tipp war, wir haben ja gesagt, was hier gut weggeht. Und dafür, dass sie das empfohlen hat. Genau, du hast sie sogar gefragt, wie Bilal gerade sagt. Du hast sie gefragt, gib uns das, was hier am meisten gegessen wird. Ne? Ich möchte das gar nicht so abstempeln als Touristenspot so. Aber im Großen und Ganzen gibt es auf jeden Fall in Berlin bessere Asiatischen. Ja, ja. Also mir fehlt hier auf jeden Fall die Seele Vietnam. So, wir schauen mal ein bisschen, was hier noch so geht. Im wunderschönen Bezirk Charlottenburg wieder. Da habt ihr die wunderschöne Gedächtniskirche. Ich denke, kennt da alle. Hier das Waldorf Astoria. Hier der Otava. Der bei Arte Shop, der jetzt leider nicht mehr drin ist. Jetzt ist Prime Up da. Und wo war Hertie? Keine Ahnung, Alter. Kennt ihr noch Hertie? Schlecker am Fluss. Märkische Büttel war damals ein Hertie. Da wurde ich mit 10 beim Clown erwischt. Ich übrigens auch. Ich war ungefähr im selben Alter. Hast du dich noch erinnern, was du da geklaut hast? Eine Turtle-Figur. Bei mir war es wirklich ein Edding. Ein Edding? Um danach noch mehr kriminelle Aktivitäten zu vollziehen. Ja, ne? Aber Zeiten ändern dich, ne? So. Das ist kein Aufruf an unsere Zuschauerschaft, ne? Edding zu klauen. Zeiten ändern sich. Genau. Ja. Freunde, Kommentare rein, ich antworte. Und viele sagen, warum wart ihr nicht da oder wart ihr nicht da? Da drüben zum Beispiel
Bürgermeister. Bürgermeister waren wir aber auch schon, deswegen nicht nochmal. Deswegen checkt unsere anderen Videos. Ne? Viele schreiben uns immer wieder, geht doch mal dahin, geht doch mal dahin. Mensch, da waren wir schon überall. Guckt unsere Videos. Geht auf unser Kanal, geht unter Videos und checkt das alles aus. Ja. Auch bei Dönerläden haben wir das ganz oft. Schaut einfach mal unsere ganzen Videos durch. Bei den meisten Kommentaren, wo ihr sagt, wo wir hingehen sollen, waren wir schon. Deswegen. Hey, I seen it all before I heard chat that they all adore. One week looking like they all aboard. Next days they don't even walk the walk. I've been here to the bust down aqua, cutting through after all black master. Now I'm too grown for acting gaffer, trying to pay off my madre's gaff cuz. Took the wife from Lazzarotti, that's peak. Add the spice to color, Robbie, that's me. Wenn ich diesen Platz hier sehe, dann kriegt der gute Laune. Viele Berliner kennen den. Hier war damals das Kuhdorf und etliche andere Diskotheken im Umkreis in alten Westberliner Zeiten. Hier gab es Schlägereien, die seinesgleichen gesucht haben. Hier war einiges los. Hier war einiges los. Ja? Fast zu jeder Tag- und Nachtzeit. Ja, wie gesagt. Und jetzt stehen wir hier für Werfel Beef. Sind ein bisschen älter geworden, sind raus aus der ganzen Kiste und stehen hier vor Five Guys. Wir hatten Five Guys schon mal drin, wurde aber auf gelb gesetzt, das Video. Auf gelb ist gut, auf rot. Warum, weshalb, egal. Ne? Aber wir feiern Five Guys hart. Und ja. Die meisten kennen wahrscheinlich Five Guys. Jetzt mal Five Guys aus unserer Sicht. Ne? Aber schön, dass es Five Guys von Amerika nach Berlin geschafft hat. Also komm. Bruder, wir mussten wieder raus und müssen jetzt mit einem QR-Code bestellen. Weil mit dieser Maske kommst du nicht rein, mit dieser Maske kommst du nicht rein und mit der auch nicht. Na gut, ja, was? Wir mit welcher denn? F2 hast du nicht gesehen. F2 aber die haben alle da drinnen diese Masken an. Ja, selber haben die alle die Masken. Hä? Und ich muss mit den Kaffeefiltern nur da rein, oder was? Naja gut, ne? Wir machen das, was ich gesagt wird. Ist dieser Zeitpunkt dann erlangt, wo ich sage, ich gehe woanders essen. Aber gut, was kann jetzt Five Guys für den Hörni da? Ja. Deswegen bestellen wir trotzdem, ne? So, dann sag mal. Herzlich willkommen bei Five Guys. Ihre Bestellung bitte. Nein! so nach dem Motto. Kamera macht's möglich. Chef kam gerade auf uns zu, schickt jetzt einen Mitarbeiter raus und der nimmt jetzt hier draußen sozusagen. Mitarbeiter dürfen wohl diese Masken tragen und sonst nur mit Kaffeefilter rein und so. Whatever. Ja. Was würdest du bestellen? Wir wissen schon, was wir essen. Bei ihm müssen wir das jetzt aufnehmen, oder? Die Bestellung. Ja. Okay. Dann nehmen wir einmal einen Cheeseburger mit Bacon. Ein Bacon-Cheeseburger, ja. Nur mit gegrillten Zwiebeln, bitte. Spieler hat gerade gesagt, das ist die aufregendste Bestellung, die er jemals hatte. Wir wollen nur einen Burger mit Pommes und dafür müssen wir Anträge stellen, ja? Ja. Ne? Nervig. Antrag genehmigt? Antrag genehmigt? Ja. Bescheid. Jobcenter, Essen, Gutschein. Bruder, wie leider weiß gar nicht, was du von ihm willst, Digga. Ich weiß auch nicht, was die von mir wollen. Wir wollen nur Burger mit Pommes. Neuer Name. Problemgeist. Problemgeist. So, die längste Bestellung unseres Lebens, würde ich sagen. Wir stehen ja schon seit einer halben Stunde und haben gerade eben unsere Bestellung abgegeben. Ne? So macht Essen Spaß, würde ich sagen. Ja, jetzt Five Guys und danach dranbleiben. Dann haben wir noch einen kleinen Schmankerl für euch, ne? Als drittes. Deswegen, seid gespannt. Dann ab geht's. Jetzt alles drin? Die Beschriftung? Klar, alles drin. Und die Burger sind auch nummeriert. Danke, mir schickst du da. Mach's gut. Und sorry für den Umstand mit der Bestellung, ne? Alles gut. Das sind zwei ohne Bacon. Ja. Natürlich haben sie es nicht in der Mitte durchgeschnitten. Obwohl wir es betont haben. Auf Wünsche auch nicht eingegangen, nichts durchgeschnitten. Problemgeist hat wieder zugeschlagen. Wir wollten die Burger halbiert, haben sie nicht halbiert bekommen. Das 10. Problem, bevor wir die Burger überhaupt in den Mund gesteckt haben. Deswegen sage ich Problemgeist. Nicht mehr Five Guys. Problemgeist, merkt euch den Namen. So, guck mal, Freunde. Boah. Das Problem ist ja, es sieht ja gut aus am Ende, ne? Das guck muss man denen ja lassen. Aber er hat es nicht geschafft durchzuschneiden. Oh. Guck mal. Ja. Problem, Guys. Ah, die Pommes sind wild bei Five Guys, finde ich. Ne? Ja, zeig mal einmal die Pommes. Also ja, die Pommes. Schön Gewürz drauf, ne? Also das ist schon mein Geschmack, auf jeden Fall. Ey, ich würde sogar sagen, die besten Pommes einer Kette. Einer Foodkette, ja. 100%. Ja, voll. Ja, also so habe ich auch noch nicht gegessen. Einfach ein Cheeseburger. Genau. Mit Zwiebeln, schön. Zwiebeln, kein genau. Salat, der genau. So richtig schlotzig genau. Schmecken. Schön weiches Brot. Boah, ja. Das ist ein Burger. Das ist ein Burger, ja, genauso soll der aussehen. So stelle ich mir den vor, so einen richtig amerikanischen Burger. Nicht viel Schnickschnack. Zwiebeln, Käse, gib ihm. Ich liebe den. Ne? Problem ist, damit hat man es wieder gut gemacht irgendwie. Ja. Weil einfach geil ist. Ja. Ich feiere den Hardcore. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr den auch feiert. Was sagt ihr zu Five Guys? Auf jeden Fall.
die teuerste, aber diese Smash Patties, ne? Dieses auf der heißen Platte runtergedrückte, dieser crunchige Bacon und so. Five Guys ist das Gucci unter den Fastfood-Ketten sozusagen, kann man sagen. Boah, ne? Ach, hätte ich rein, ich hätte 10 Stück von essen. Und die Bombe ist dazu Entlevel. Ja, Mann. Geil, Mann. Das geil, ist Mann. Smooth. Geil. Ja! Geil, Mann. Porsche Cayman Essens. Ja, Mann. Kommt in die WhatsApp-Gruppe. Schreib mir nicht an. Das ist das, was ich meinte, das, was ich bei den Asiaten vermisse, dieses schöne, würzige. Dieses richtig würzige Pep, ja, voll. Mit was haben die es gewürzt? Was würdest du denn? Ich würde sagen, das ist wie so ein... So Schierchips-Banane, ne? Ja. Aber diese eine Pommes schmeckt besser als jedes Gericht, was wir vorhin bei Farb probiert haben. Geil. Hartes Kompliment für Problemgeist. Guck mal, so bekommt ihr die Pommes. Ja, aber die hauen da eigentlich viel rein, Digga. Deswegen fällt da immer alles links, rechts raus. Das ist hier der schönste Part des Tages, wenn du so die Alufolie abziehst, der ganze Käse hier so rauskommt, Digga. Ja, ja. Ey, also wirklich, das ist unser absoluter Topspot, wenn es so um Ketten geht, Digga. Ja. Five Guys. Boah. Das Konzept ist Hammer. Sachtein. Geil, wa? Ich liebe diese Scheiße. Ja. Das ist wirklich der Burger, glaube ich, mit dem meisten Käse. Digga, da ist ja, das ist so, du beißt so durch und ist so, das ist einfach so smooth, ne? Ja. Ohne Salat, immer ohne Salat. Ja. Salat macht den Fleisch geil, ne? Ja, wenn du da noch, weiß ich nicht, keine gegrillten Zwiebeln hast, sondern rohe Zwiebeln drin hast, hast du wieder diesen Salat-Crunch. Ne? Diese wässrige Tomate und dieses Eisbergsalat macht den ganzen Burger kalt, braucht kein Mensch. Dieses Smoothie brauchst du, ne? Auf jeden Fall. Wir haben noch einen Hotdog, ne? Wollt ihr den auch mal testen? Ja. Wir testen den. Na dann, los. Wir haben hier den Bacon Shake. Den feiern Shovi und ich hardcore. Schaut mal hier rein. Es sind viele, die noch nicht getrunken haben, denken sich, was ist ein Bacon Shake? Ihr habt hier ganz normal Vanille Shake und habt so eine crunchigen, kleingehackten Baconstücken drin. Bevor ich den trinke, sage ich euch schon mal, was passiert. Ihr habt dieses Vanille-Aroma, dieses Hardcore. Oh ja. Wie bei Sorted Caramel. Ja, genau. Sorted Caramel. Ihr beißt so ab und zu auf so ein Bacon-Stück drauf und ihr habt so dieses Vanille versus Bacon. Ja. Ich habe auch einen Shake, den du noch nie getrunken hast. Schoko. Auf ganz neue, Digga. Nein, Peanut Butter haben die nicht gehabt, aber das ist jetzt mein Kaffee am Morgen. Ich liebe dieses Ding. Boah, ey. Aber der Bacon-Shake ist das krasseste, was jemals an Shakes erfunden wurde. Ja, wir haben den mal aus Jux mal getrunken, so. Sollte eigentlich gar nicht gut werden, aber am Ende war es wirklich... Wenn mal Five Guys eine Halal-Version macht, probiere ich den auch mal. Sehr geil, sehr geil. Wieder ist... Nee, danke. Wieder ist auf Abnehmen-Tour sozusagen, ne? Deswegen Daumen gedrückt für ihn. Schreibt doch mal in die Kommentare, ob ihr mal eine Fitness-Tour von uns sehen wollt. Haben wir auch schon überlegt, ne? So ein Fitness-Hotspot in Berlin. Das frage ich und steck mir gerade die Pommes in den Mund, ne? Den Hotdog noch hier, ne? Ich wusste nicht mal, dass es Hotdogs gibt bei Five Guys. Das ist die andere Sache. Ist das wirklich geil? Ein Hotdog. Ja, das haben die jetzt in der Mitte durchgeschnitten, ne? Zeig mal den Hotdog. Sieht halt eher aus wie ein Sandwich, so ein bisschen. Also ja, aber ist gut. Aber ich finde halt für einen Hotdog, was hat denn kostet? 8 Euro, 9 Euro? 8 Euro, ja. Hotdog. Was? Für einen Hotdog teuer. Also 8, 9 Euro für so ein Geflügelwürstchen ist schon teuer. Ey, bei Ikea 1 Euro, Ding. Ja. Aber schaut mal. Und wahrscheinlich... Das ist halt halbiert, ne? Komm, hör auf, Digga. Aber Bruder, das ist keine 8 Euro wert. Das ist aber für mich nicht so richtig Hotdog. Trotzdem ein Würstchen, ein Würstchen halbiert. Ja. Also als ein Würstchen mit ein bisschen Brot für 8, 9 Euro. Ja, wir haben ein Hotdog-Wettessen gemacht, Blocki und ich. Und irgendjemand hat einen Hotdog tätowiert bekommen. Schaut doch mal vorbei. Ne, nur mal so. Ja, schmeckt gut. Weil das Ding ist lecker, aber 8 Euro, Digga. Ja, Digga, also ich würde jetzt hier nicht 8 Euro für einen Hotdog ausgeben. Dann würde ich mir lieber noch einen Burger dazu holen. Fertig aus. Aber er ist lecker. Was kostet der Burger dann? 9 Euro noch was. 9 Euro. Aber 10 Euro für einen Burger, ich glaube, die Pommes auch irgendwie fast ein Zehner. Also bist du schon bei einem Menü. Mit einem Getränk dazu bist du locker bei fast 25 Euro hier. Ich finde die Wurst sehr würzig. Ja. Die Wurst ist sehr würzig, richtig kräftig. Eine schöne, kräftige Rindswurst. Ja. Harmoniert gut, schmeckt ist lecker. Gut, schmeckt gut. Aber du darfst nicht vergessen, für 25 Euro kannst du ins Steakhaus gehen, kannst du auch Filet Mignon holen mit. Ne? Und kriegst noch ein Gläschen Wein dazu. Genau. Fast Food, immer noch. So, First Person. Digga, für mich sieht das nicht aus wie ein Hotdog, wenn ich irgendwie ehrlich bin. Nee, Hotdog ist so für mich auch dieser dänische, ne? Das ist halt eine hartwürzige Wurst. Hat für mich nicht so viel mit einem Hotdog zu tun, Digga. Ich würde doch den Burger bevorzugen. Ah, die Pommes sind wild, wa? So viel Würze, Alter, so viel Power im Geschmack. Wie Bilal gesagt hat, das hat ihm da jetzt bei dem Asiaten gefehlt. Aber das ist so in die Fresse. Ja. So okay. In die Fresse. Ich habe ja noch nie jemanden so über Pommes reden hören, ne? Die Pommes sind wirklich. Ja, Mann, auf jeden Fall. Ja. So, wie gönn dir den Bacon Shake? Unfassbar, ne? Also, die haben. Es ist der beste Shake der Welt. Ja, Five Guys ist schon krass. Punkt auf jeden aus. Fall. Definitiv. Wenn ihr hier seid, bestellt euch den, bitte. Vertraut auf uns. Probiert's aus. Ja, Burger macht den Amis keiner was vor. Ja. Richtig. So, Schlobi, es geht zur dritten Location, Freunde. Genau. Deswegen, bis gleich.
So, Mutti, unweit entfernt vom Zoologischen Garten werden wir jetzt zum Wittenbergplatz fahren. Uns kurz von hier entfernen, aber das sind 200 Meter weiter sozusagen. Gehört genauso zum Kudamm und zum Zoo dazu. Kommt da mit, da ist der dritte und die letzte Location. So, Freunde, heute hat Lee Geburtstag, deswegen alle mal herzlichen Glückwunsch für ihn in die Kommentare für den Süßen. Und wir haben hi, hi. Und wir haben jetzt ganz kurzen, ne, super, einen kurzen Zwischenstopp gemacht hier im Saigon Konui. Hatte ich vorhin erwähnt, wunderschöner Laden von innen. Und auch für uns das beste asiatische Restaurant in Berlin. Bilal? Ich kann es bestätigen, weil meine Eltern hier um die Ecke wohnen und ich kenne den Laden schon, bevor ich wusste, dass es seiner ist. Von seiner Schwester. Ja, ehrlich? So, jetzt ab, komm vorbei. Bülowstraße, Nummer? 9. Genau, Nummer 9. Ich liebe ihn, Alter. Genau, und jetzt geht's ab zu Stelle Nummer 3. Zu unserer eigentlichen Location. Genau. Super. Hier ist sogar getestet, ausgezeichnet und empfohlen von Gastrogold Europa. Wir haben hier die Lockdown-Zeit genutzt, um das Restaurant nochmal ganz neu aufzumöbeln, ne? Und schön zu machen. Wunderschön hier. Ne? Da seid ihr direkt in Vietnam, wenn ihr reinkommt. Sehr schöne, gemütliche, private Ecken hier. Ja, Mann. Unbedingt vorbeikommen, ne? Schaut mal. Wunderschön hier. Ja, wir haben hier schon mal was gedreht. Ne? Geil. Letzte Station, Jungs. Letzte Station, Jungs. Genau. Hier, unweit vom KDW. Hinter uns genau ist das KDW. Am Wittenbergplatz. Sozusagen das Ende vom Kurfürstendamm. Burrito Dolores. Haben wir, glaube ich, mehrmals in Berlin. Wie oft, wieso, warum, weshalb, weiß ich nicht, gut ist. Aber Geschmack ist auf jeden Fall noch einer. Hier ist einer und, ne? So ja. Ungefähr. Ist auf jeden Fall eine Kette. In Berlin. Geil. Was ne? haben wir uns bestellt? Gut vorbereitet. Hier? Wir haben hier eine schöne Auswahl an Tacos, Burritos und ein schönes mexikanisches Erfrischungsgetränk. Und ist geil auf jeden Fall. Ich kenne Burrito Dolores schon, du auch? Liebe du auch? Ich kenne es, ja, aber ich war noch nicht hier. Nee, er hat was ein anderes Handzeichen gerade gegeben zu dem Getränk. Das Getränk schmeckt schon mal gar nicht. Aber alles gut. Ich bin sehr frisch drin. Und sauer. Ja, genau. Ne? Irgendwie schmeckt es nicht. Sehr erfrischend. Ich schmeckt erfrischend. Sehr erfrischend. Dieses Handzeichen, als du geredet hast. So. Nee, wie gesagt, ich feiere es. Es ist ein sehr frischer Laden. Hat man auch Bock drauf. Ja. Wenn man hört Dolores, also ich kenne keinen, der sagt, nee, habe ich keinen Bock drauf. Also der ist auch immer gut besucht. Ja, alle drei Tage mal gehen. Boah, da war die Hölle los damit der Zeit, auf jeden Fall. Deswegen. Ihr auch? Ich freue mich. Vielleicht kann man zurückgeben. Die Soßen sehen ja schon mal ganz geil aus, wa? Ja, wir haben hier, das ist das hier oben, wo mein Daumen drauf zeigt, hier ist eine ganz normale Salsa, hier unten ist eine gelbe Salsa, eine Guacamole, also alles mögliche, das ist schon mal richtig, richtig geil, ne? Und wir fangen mal an mit der ersten Taco-Box hier, ne? Packen wir einzeln aus hier, ne? Ui. Und da sind auch noch mal welche drin, wie ihr seht. Oh, die sehen nice aus. Wir testen den mal, Schlubi, du danach. Ja. Bisschen schön die Mette drüber und ich bereite euch mal was Schönes vor hier, meine Süßen. Also pass auf, jetzt schmeißt sich ein bisschen Guacamole hier oben rauf. Magst du Guacamole? Nein, Body? Aber ich probier's, kein Problem. Natürlich bin ich auch nie so der Guacamole-Fan gewesen, aber manchmal geht's. Wie gesagt, Blocki sagt, wenn Guacamole gut zubereitet ist, dann ist die geil. Ich schwör's dir, mit Bina kannst du nur zu Asam gehen, oder was? Grüße gehen raus an den Bruder. Gibt ja auch Alternativen. Man muss ja nicht Guacamole oder wie das heißt. Da ist Guacamole drauf. Ich kann ja auch Salz darauf machen oder was auch immer. Ich habe jetzt Guacamole drauf, ich habe Sour Cream drauf und ich habe hier schöne Salsa drauf. Mein Herz, Schlobi, dir mache ich gleich auch so ein Ding. Keine Sorge. Ich danke dir. So, jetzt nehmt euch mal, pass auf, ich reiche euch mal weiter. Nieder. Oh, aber ist echt gut in der Hand so. Liegt sich echt gut in der Hand, muss ich sagen. Ja. Echt cool. Okay. Ah, Bruder, glaub immer, die Guacamole darauf in Verbindung damit wird schmecken. Ah, ganz sicher. Bin ich mir auch mittlerweile sehr sicher. Dann haben wir weiter. Ja, wir haben da Bohnen drin, schwarze Bohnen, Beef, eingelegte Zwiebeln, Koriander, das wird fetzen. 100%ig. Tomate, okay. Dann sind wir drin. Vorne. Auf deine Verantwortung. Jetzt bin ich gespannt. Also, Bila, ich bin mir ganz sicher, du wirst die Guacamole gar nicht so rausschmecken, wie man denkt. Boah, Alter, was ist denn das? Die Bohnen, so richtig weich. Von der Konsistenz her. Haben Bohnen so in sich, ja. Alter, aber echt geil. Nicht mehr gut. Echt geil, Mann. Aber das ist mehr so ein Püree, was die da drin haben. So ein Bohnenpüree ist das. Also es ist jetzt nicht am schwarze Stück Bohnen, oder so. Doch, genau, aber es ist halt mehr so ein Püree gemacht hier. Und? Ist okay, was? Gut. Geil. In Mexiko. Schön frisch und Power, ne? Aber. Das, was wir im ersten Laden vermisst haben, ja, ist hier voll der Fall. Du hast die Zitrone drin, die Säure hast du drin. Ganz toll. Bei Guacamole, die Salsa. Wie ihr schon sagt, die frischen Kräuter, die eingelegten Zwiebeln,
holt ihr sofort ab. So, Schwobi. Yes, sir. Das war gerade wirklich ein vegetarischer. Komplett vegetarisch sozusagen. Jetzt haben wir hier einen mit so Pulled Beef drauf, ne? Zieh das hier alle zu und nimm die mit nach Hause. Ich hab noch niemanden so impressed vom Boden gehört, Digga. Ja, geil. Ey, wenn's dir schmeckt, freut uns doch. Ja. Warte. Rudi, dein Getränk ist auch bald leer, ne? Mein Getränk wird in 10 Leben nicht leer. Ja, top. Und 3 schöne vorbereitet. Ich würde da einmal weiter an. Aber natürlich. Guck dir mal dieses saftige Ding an, Digga. Das ist ein ordentliches Paket, Digga. So. Was hast du da jetzt für Soßen drauf gemacht? Das gleiche. Nimm das mal. Auf jeden Fall gut gefüllt, Digga. Ja, du musst gucken, wie das ist, ne? Gönn ja. dir, Schlobi, gönn dir. So. Ey. Geil. Boah, Digga. Mhm. Boah. Digga, diese Frische die mit dem Fleisch zusammen. Warte. Dieses Beef, Digga. Beef hat seine ganz eigene Note. Es geht nicht unter in dem ganzen Zeug hier. Nee, es geht nicht unter. Das ist stark gewürzt, ne? Ja. Ah, sehr angenehm, aber. Zeig mal nochmal von innen so die ganze Ding. Mhm. Ich hoffe, da fällt mir nicht gleich alles runter. Mhm. Aber das Ding hier. Also sieht saftiger aus sogar als der mit Bohnen, den ich probiert habe. Bruder. Lecker. Du siehst die Fasern von dem Fleisch. Also das ist ja gezupft, ne? Also gezupft, gezupftes Fleisch. So ein bisschen wie Pulled Pork. Genau, genau. Wie Pulled Pork halt nur mit Beef. Pulled Beef. Aber das hat sowas von Geschmack, Leute. Also da fällt mir nichts ein. 10 von 10 Punkten finde ich. Oder davon können die einfach so 6 Stück jetzt einfach snacken. Ja. Man schmeckt die Frische. Man schmeckt die Frische. Das ist gut. Also ich sag's mal so. Wenn man noch nicht in Mexiko im Urlaub war und diese authentische Küche direkt vor Ort noch nicht kennt und keinen Vergleich hat, dann ist es eine 10 von 10. Das ist wirklich geil. Ja. Da hast du alles das, was man vorhin in der Sommerrolle vermisst hat. Genau. Ich würde da gerne rein und mir jetzt einfach noch einen holen, Digga. Das war's. Die sind ja heftig. Ja, komm mal. So, jetzt kommen wir mal zum Meisterstück. Findest du, das ist das Meisterstück? Also, erstmal, du hast echt Gewicht in der Hand. Also das wiegt echt schon. Guck mal. Aber das Problem bei den Dingern ist immer Reis und Bohnen. Das ist immer gefüllt mit purem Reis und Bohnen. Ja. Da finde ich die schön frischer. Ich weiß, was du meinst. Genau. Das ist halt wie so ein mexikanischer Dürüm, der dann voll mit Reis und Bohnen ist. Gib ihm. Vielleicht so ein ganz beide. Bitte, nicht alles auftrinken. Ich will auch noch was übrig haben davon. Snack rein, Digga. Das ist der weg. Was los? Hat die scharfe Soße? Ja, natürlich. So, können wir mal reinkicken, okay. Herr. Zeig mal her hier. Ja. Oh, ist geil. Ja, Reis, Salat. Ist nicht so meins. Ja, ist halt so, Bohnenpaste und Reis. Dann lieber ein Dürüm, wa? Dann auf jeden Fall lieber ein Dürüm. Und auf jeden Fall, meine Wahl war auch schon damals am Hackischen Markt immer die Tacos. Die finde ich mega. Wenn man zum Mexikaner geht, sollte man Tacos probieren. Aber ich habe auch nur den Anfang gehabt, die Mitte jetzt noch nicht. Aber erster Geschmack, also ich bin immer mehr so der Taco-Mensch. Boah, das ist wie so ein Eintopf im Brot, Digga. Ja, ja. So ein Eintopf, es ist sehr scharf. Ja. Eintopf. Okay, es ist sehr scharf. Bruder, Nieder, es ist wirklich sehr scharf. Es ist scharf, okay. Oh, Bruder, nimm mal die Soße mit drauf. Also die Guacamole hier und die Salsa und so, komm her. Ich glaube, die Frische, die brauchen wir noch immer da oben drauf, ein bisschen, ne? Es ist jetzt zu scharf, mein Lieber? Nee, die ist nicht scharf. Okay. Die nicht, aber die so. Also schaut mal hier, das Papier klebt sogar am Brot, ja? So soft ist es hier auf jeden Fall. Also das ist echt. Okay, jetzt probieren wir mal. Das hat so ein bisschen Omas Eintopf-Weiß und Brot. Aber auch die Salsa kann man einfach so essen. Es haut mich jetzt nicht komplett vom Hocker, aber es ist lecker. Du bist der Burrito-Typ, wa? Ich liebe es. Ich liebe es. Ja. Du hast hier so viel Würze auch drin in dem Ding. Und es ist auch einfach praktisch zu essen, auch wenn du am Ende vielleicht ein bisschen blöd im Gesicht aussieht, aber es holt jeden ab. Oder so viel zu Eintopf, Digga, das läuft hier die ganze Zeit unten raus. Ne? Da ist nichts trocken. Da ist nichts trocken, Bilal. Ja, es tropft Du siehst ja hier. Ne? Es tropft hier. Genau. Lass es tropfen, Habibi. Kein Problem. Lass es schmecken. Meins ist jetzt nicht. Vielleicht habe ich auch noch falsch gesagt. Wer ist auch der Taco-Mensch? Auf jeden Fall. Nein, 100%, Digga. Ja. Also wenn ihr herkommt, würde ich euch zum Taco, glaube ich, eher raten. Und du zum Burrito, ja? Zu beidem. Könnt ihr mal reinschauen, ob ihr Taco oder Burrito Mensch seid. Genau. Ne? Blocki und ich werden euch auf alle Kommentare antworten. Wir wollen es nur noch mal nebenbei einfach sagen. Wir nehmen uns die Zeit und antworten auf alles, ne? Jetzt, wo man hier so in der Mitte ist mit dem Fleisch und sich dann hier noch die Auswahl von den 4 Soßen nach oben rausschmiert hier. Das ist schon ganz geil. Aber es ist mir auch zu mächtig. Ich finde so 3 so eine kleine Tacos handlich da auch. Geiler Snack. Alter. Wenn du das Ding, du hast ja schon am Anfang gesagt, wie schwer das ist. Wenn du das Ding im Magen hast in der Mittagspause, dann kannst du schlafen gehen. Dann weißt du, was du gegessen hast. Ja. Aber wirklich, wirklich Props an diesen geilen Laden. Das muss man echt mal so sagen. Die Tacos wie auch hier die Burritos, also wirklich mega, mega geil. Hat echt Spaß gemacht, hier zu essen. Ja, ja, Mann, vor allem der saure Eistee war super.
Bis auf den Eistee, den lassen wir mal beide selber. Nee, aber so zum Essen wirklich ein geiler Laden. Ich feier Burrito Dolores. Ja. Ne? Komm, genau. Geil. So, das war eine neue Folge Level Beef. Schreibt mal rein, ob es euch gefallen hat. Und wir sehen uns wieder. Ja? Wenn es heißt. Level Beef noch. Ciao.